Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer und Michaela. Christian. Wir haben hier das Spiel Beer and Bread, wo wir ja im Prinzip Vorsitzende von Dörfern sind, die friedlich nebeneinander herleben, aber doch in einer gewissen Konkurrenz stehen, denn wir versuchen mit dem Backen von Brot und dem Brauen von Bier schlussendlich die meisten Siegpunkte zu generieren, um damit dann zu gewinnen. Und wir starten jetzt erstmal mit den Rahmendaten. Beer and Bread ist ein Spiel für genau zwei Personen ab 10 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 bis 45 Minuten angegeben, ist bei Deep Print Games erschienen. Der Autor ist Scott Elms und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 28 Euro. Dann kommen wir mal zum Spielmaterial und Spielaufbau. Wir haben das Spiel hier schon in Gänze einmal für uns ausgebreitet, nicht ausbereitet. Wir haben hier einmal einen großen Spielplan. Es gibt die verschiedenen Ressourcen. Es gibt auch noch einen Wertungsblock, den legen wir jetzt erstmal zur Seite. Den brauchen wir nachher erst am Spielende. Es gibt hier einen Kartenstapel. Wie Christian ja schon eingangs gesagt hatte, wir wollen Bier brauen und Brot backen. Von daher gibt es hier Bierkarten und Brotkarten. Die mischt ihr alle zusammen. Und wir spielen über insgesamt 6 Jahre. Und zwar gibt es da fruchtbare Jahre, das sind die grünen Jahre, und es gibt trockene Jahre. Und jetzt beim Spielaufbau ist es so, dass ihr mal gucken müsst, in welchem Jahr ihr euch befindet. Also entweder in einem fruchtbaren Jahr oder in einem trockenen Jahr. In den fruchtbaren Jahren ist hier mal das grüne Schild maßgeblich dafür, wie viele Ressourcen ihr auf die einzelnen Äcker legen sollt. Und zwar haben wir hier vorne bei Weizen haben wir jetzt hier 7, bei Gerste 8. Bei Roggen 6 und bei Hopfen haben wir da hinten auch 6. Bei den trockenen Jahren, da zählt immer dieses rote Schild, da würdet ihr entsprechend da die Ressourcen anpassen oder ich sage ja entsprechend anpassen letztendlich. Und hier den Fluss in der Mitte, da legt ihr immer maximal Wasser drauf, also alles Wasser, was es noch im Vorrat gibt, wird da entsprechend draufgelegt. Genau, dann kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Spielüberblick in Kürze. Christian hat schon erzählt, wir spielen hier zwei Dörfer. Wir haben hier auf dem fruchtbaren Ländereien eines ehemaligen Klosters haben wir jeder, ich sag mal, unser eigenes Dorf. Jeder hat sein Lager. Das ist meins, das ist Christians. Das ist hier meine Brauerei, Christians Brauerei, meine Bäckerei, Christians Bäckerei. Den Fluss und die Äcker letztendlich teilen wir uns hier oben. Aber neben des kleinen Friedlichens nebeneinander entbrennt natürlich auch ein kleiner Wettstreit, denn es geht in diesem Spiel darum, Bier zu brauen und Brot zu backen, aber man muss das beides so im Ausgewicht machen, weil Ausgewicht im im Gleichgewicht. Gleichgewicht machen. Bisschen schwierig, weil am Spielende schaut man letztendlich, mit welcher dieser beiden Warenarten, also entweder Brot oder Bier, man die niedrigere Punktzahl letztendlich erzielt hat. Und diese Punktzahl ist dann maßgeblich und wird verglichen mit der Punktzahl, mit der niedrigeren Punktzahl der beiden Warenarten des anderen Spielers. Und wer davon dann die höhere Punktzahl hat, der gewinnt das Spiel. Und jetzt kommen wir erstmal ganz kurz einmal zu den Karten. Diese Karten könnt ihr im Spielverlauf für drei verschiedene Sachen gebrauchen. Ihr habt hier einmal einen Erntebereich hier oben. Das heißt, ups, ihr könnt damit einmal die Ressourcen ernten. Natürlich nur die, die jetzt auch auf dem Acker dann zur Verfügung stehen. Den mittleren Bereich der Karte, der ist dafür da, die Warenart zu produzieren und zu verkaufen. Hier zum Beispiel Bier. Dieses Bier möchte ganz gerne ein Wasser, zwei Hopfen und ein Weizen haben. Diese Ressource muss ich natürlich in meinem Lagerhaus zur Verfügung haben. Und hier unten gibt es noch, ich sag mal, so einen Aktionsbereich. Wir haben hier unten am Spielbrett jeder auf seiner Seite nämlich auch noch verschiedene Slots, wo man Ausbauten hinlegen kann. Und hier seht ihr drüber über der Aktion quasi mal oder über den Ausbau, wo ihr diesen Ausbau hinlegt. Hier ist so eine Münze drauf oder mehrere Münzen. Das heißt, den würdet ihr hier hinschieben. Und zwar schiebt ihr dann so drunter, dass nur noch der Ausbau sichtbar ist. Und bei den, ja, ich sag mal, Geldsachen, ist es im Prinzip immer eine Sache, die am Spielende dann noch was bringt. Es gibt hier auch Sachen, die halt dann hier bei der Bäckereimütze hingelegt werden können. Und die bringen einem dann verschiedene Vorteile. So kann man sich dann noch Ausbauten besorgen. So kann man diese Karten auf drei verschiedene Arten dann nutzen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Jahr. Das heißt, wir erklären euch jetzt erstmal den Ablauf. Das ist deine Kartenhand oder Nee, wie? du kannst ja nicht alle Karten hier einfach angucken. Ach so, ich habe nur 5 Karten mir angeguckt. Jawohl. Wir starten jetzt einfach mit der ersten Runde. Wie gesagt, wir spielen über insgesamt 6 Runden. Es gibt 3 fruchtbare Jahre, 3 grüne Jahre und es gibt 3 trockene Jahre. Und wenn wir die 6 Jahre durchgespielt haben, hier hinten am Spielende wird dann halt geguckt. Jeder würde dann seine Karten, die er produziert hat, die dann noch vielleicht hier liegen oder schon dort liegen, nimmt da seine Bierkarten und auch seine Brotkarten
und schaut dann, wie viel Punkte hat er damit erzielen können, beziehungsweise wie viel Geld, für wie viel Geld hat man das verkaufen können. Und die niedrigere Warenart zählt dann für die Endwertung und dann vergleicht man diesen niedrigeren Warenwert mit dem niedrigeren Warenwert des Gegenspielers und wer da das höchste Endergebnis hat, gewinnt dann das Spiel. So, jetzt bei den fruchtbaren Jahren ist es so, es gibt noch eine Windmühle, der Startspieler bekommt die Windmühle. Das ist Christian, denn er hat dieses Spiel, glaube ich, noch nie gewonnen, Das ist oder? korrekt, ja. Bohr in der Wunde. So, und es ist jetzt so, in den fruchtbaren Jahren, jeder Spieler bekommt fünf Handkarten auf die Hand. Der Startspieler beginnt, zieht sich hier fünf Karten und dann nimmt der zweite Spieler sich auch die fünf Karten. Und dann geht es damit los, dass der Startspieler sich jetzt eine seiner Handkarten aussucht und dann sich entscheidet, wie er diese Karte nutzt. Also entweder als Erntekarte, den oberen Bereich, oder als Produktions- und Verkaufskarte, den mittleren Bereich, oder als Ausbau, den unteren Bereich. Und damit kann Christian jetzt mal Ja, starten. ich starte damit. Ich mache die Ausbaugeschichte. Das heißt, ich habe jetzt zukünftig zwei zusätzliche Lagerplätze für Wasser. Das sind diese Tropfen, die man da sehen kann. Und das schiebe ich dann hier. Also man sieht hier in der Mitte diesen Sack. Und damit weiß man auch, in welchen Slot man das schiebt. Hier ist der Sack nochmal und da schiebe ich das drunter. Und dann habe ich jetzt nicht nur neun Lagerplätze, sondern ich habe zwei zusätzliche, die ich zwar nur mit Wasser belegen kann, aber immerhin. Immerhin, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und ich spiele auch mal diese Karte hier Auch, als hast du die auch? Ausbau. Als Ausbau, deswegen auch als Ausbau. Und zwar, die kommt hier hinten an. Das ist im Prinzip so eine Karte, die ist für die Endwertung nachher dann maßgeblich. Am Spielende hast du mindestens zwei Zutatenmarker mehr als die andere Person. Erhältst du zwei extra Münzen für Bier oder Brot. Zutatenmarker sind diese hier. Und die müsste ich dann am Spielende mehr in meinem Lager haben, die zwei, damit diese Zielkarte für mich zieht. So, und jetzt in den fruchtbaren Jahren ist es so, jeder hat sich eine Karte ausgesucht. Wie gesagt, der Startspieler fängt an, dann der zweite Spieler. Und jetzt werden die Karten gedraftet. Das heißt, man gibt die Karten jetzt weiter. Und wir spielen jetzt im Prinzip diese vier Karten durch, entweder als Ernte oder Produktion und Verkauf oder als Ausbaukarte und draften die danach dann immer wieder. Also jeder spielt eine Karte, danach wird wieder gedraftet, bis alle fünf Karten gespielt worden sind. Das ist jetzt so in den fruchtbaren Jahren. Ich muss mal ganz kurz gucken, was du mir hier so alles Ist gegeben ja egal, ich hast. bin ja eh Du Startspieler. bist eh Ich spiele die Startspieler. Karte aus und ich gehe auf Ernten. Das heißt also, ich kriege da oben erstmal zwei Wasser, weil ich habe ja sonst noch keine Erntekarte ausgespielt. Ich lege die jetzt mal hier hin, damit ihr die hoffentlich sehen könnt. Ich sehe mich den Bildschirm nicht. Warte mal, Passt noch? das passt gerade noch. Ja, genau. Und dann nehme ich mir die zwei und die könnte ich halt eben jetzt ganz normal hier auf einen von den neun Slots von meinem Lagerhaus machen. Aber ich habe ja dieses zusätzliche und ich packe die mal dahin, damit ich nicht total verwirrt Genau, also werde. das ist jetzt kein, Christian hat ja den oberen Bereich hier genutzt, den Erntebereich. Das heißt, diese Karte kommt hier nicht an einen Ausbauslot. Und Christian bildet jetzt hier quasi eine Erntereihe. Warum, zeigen wir euch nochmal, falls es noch dazu kommt. Ich spiele mal wieder diese Karte hier als Ausbau. Die kommt wieder bei den Münzen hin, hat wieder einen Spielende-Effekt. Am Spielende hast du von jeder der drei Arten Bier, es gibt nämlich drei verschiedene Arten Bier und drei verschiedene Arten Brot im Spiel, mindestens eine Karte verkauft, erhältst du zwei extra Münzen für Bier oder Brot. So, okay, dann tauschen wir wieder und dann ist Christian wieder zuerst dran mit dem, was er machen möchte. So, dann mache ich weiter. Ich spiele die Karte aus. Ich mache wieder Ernte. Und jetzt habe ich hier oben einmal Wasser, einmal Getreide. Und jetzt habe ich aber schon zwei Wassertropfen ausliegen. Das heißt, man legt die jetzt übereinander und schaut, von der neuen gelegten Karte tauchen irgendwelche Ressourcen darüber schon mal auf. Und jetzt habe ich hier im Prinzip Wasser. 1, 2, 3, bekomme also drei Wasser. Hätte ich jetzt hier auf der zuerst gespielten Karte auch ein Getreide, würde ich sogar zwei Getreide bekommen. Habe ich jetzt nicht hier. Das heißt, ich habe in dieser Erntephase drei Wasser, ein Getreide. Das heißt, ich nehme hier aus dem Fluss drei Stück. Pack diese drei Sachen in mein Lager und nehme hier von dem Feld einen runter. Genau, wichtig beim Ernten ist halt, man darf sich die Zutaten nur von den Äckern nehmen und vom Wasser, nicht aus dem allgemeinen Vorrat, weil das ist das, was momentan zur Verfügung steht. Und im Lager haben wir zu Spielbeginn jeder neun Lagerplätze. Auf jedem Lagerplatz darf nur eine Zutat liegen. Christian hat sich jetzt ja hier schon zwei zusätzliche Lagerplätze für Wasser besorgt. Damit kann er schon ein bisschen mehr Wasser lagern. Und man schaut halt immer, man bildet jetzt eine sogenannte Erntereihe. Das heißt, die neun Karten, die man als Erntekarte spielt, wo man den oberen Bereich nutzt, die legt man halt auf die bereits liegenden Erntekarten so gefächert drauf, wie Christa schon erklärt hat. Und von der neuen Karte schaut man halt, welche dieser Zutaten man jetzt von der neuen Karte bekommt und welche sind von diesen Zutaten von der neuen Karte auch auf den Karten darüber abgebildet, denn die bekommt man zusätzlich auch noch einmal. Genau.
Die legt Christian jetzt bei sich so ein bisschen gefächert aus, die Reihe. Und dann bin ich ja dran und ich wollte wieder hier diese Karte. Ich spiele diese Karte und wieder als Ausbau. Die kann ich hier beim Mehlsack ablegen. Und ich habe jetzt auch einen zusätzlichen Lagerplatz. Und ihr seht schon, die Ausbauten schiebt hier so hier drunter, dass man nur noch den Ausbau sieht, weil die anderen Informationen der Karte sind jetzt ja nicht mehr maßgeblich, weil die kommen ja eh nicht mehr zum Tragen. Und dann ist Christian schon wieder So, dran. ich spiele die wieder als Erntekarte. Können die anderen nochmal Nein, hinnehmen. Das heißt genau. also, Wasser kriege ich jetzt keins, weil auf der neuen Karte ist kein Wasser. Ich kriege einmal einen Hopfen, platziere ich und ich habe 1, 2 Getreide. Das heißt, die kann ich Genau. dann da nochmal dazu packen. Genau. Und ich spiele nochmal die Karte. Die spiele ich wieder als Ausbau. Kommt wieder beim Mehlsack hin. Ich habe noch wieder einen weiteren Lagerplatz. Die schiebe ich hier hin. Und ich habe schon total viele Ressourcen, wie ihr seht. Oder auch nicht. So, du könntest sonst vielleicht deine Erntereihe auch da hinlegen, weil da hast du ein bisschen mehr Platz. Wir können ja das nochmal ein Stückchen hier rüberschieben und das auch. Dann müssen wir nur gleich einmal unsere Karten hier einmal mit verschieben. Die müsstest du einmal nochmal mit verschieben. Dann hast du da deine Erntereihe liegen, dann sieht man das ein bisschen besser. So, ich packe die hier als Ausbau dahin. Dann erzähl doch mal, was da Immer wenn drauf du steht. Bier braust oder Brot backst, darfst du beliebig oft 2 Hopfen abgeben, um jeweils ein Getreide, ein Roggen oder Das einen hier, von den das ist dreien, Gerste, das ist Gerste, Gerste und danke, das ist Roggen und das ist Gerste Weizen. einzutauschen. Also ich kann dann, habe so ein Tauschverhältnis 2 zu 1 über Hopfen jetzt an der Stelle. Genau, und hier ist halt so eine Bäckereimütze drauf, das heißt, dieser Ausbau wird halt hier angelegt. Das ist halt eine Verbesserung. Man muss halt im Spielverlauf ja darauf achten, was für Ausbauten hat man da schon liegen und welche Verbesserungen bringen einem da dann was. Ich spiele jetzt mal diese Karte, die spiele ich jetzt auch mal als Erntekarte. Das heißt, ich bekomme hier einmal aus dem allgemeinen Vorrat ein Wasser und einmal Roggen. Ich finde immer, das ist Roggen, finde ich Ja, das Dunkle, aber assoziativ das ist total. Gerste und das ist Roggen. So, jetzt sind wir schon am Ende der ja, fruchtbaren Jahre quasi angelangt. Jetzt kommt noch die sogenannte Mühlenphase. Jetzt schaut man nämlich, welcher Spieler hat weniger Ressourcen in seinem Lager letztendlich liegen. Das bin ich. Der bekommt den Startspielermarker, der bekommt die Mühle. Bei Gleichstand wäre es so, dass dann der Spieler die Mühle bekommen würde, der in der vorherigen Runde nicht der Startspieler war. So, dann sind wir jetzt mit dem ersten fruchtbaren Jahr durch. Das heißt, wir kommen jetzt in die zweite Runde und da haben wir jetzt dann ein sogenanntes trockenes Jahr. Und jetzt müssen wir hier erstmal die sogenannte Saatphase durchführen. Das heißt, wir müssen jetzt hier diese ganzen Äcker entsprechend anpassen, nämlich entsprechend bestücken, wie es in den trockenen Jahren vorgesehen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt 5 Weizen, wir haben hier 4 Gerste, 4 Roggen und 4 Hopfen liegen. Und auf dem Fluss wird jetzt auch im trockenen Jahr wieder maximal aufgefüllt. Das heißt, alle möglichen Zutaten, Marker, Wasser werden dort entsprechend hingelegt. Dann kommen wir zur Kartenphase. Jeder Spieler nimmt die Erntekarten, die man in der vorherigen Runde ausgespielt hat, auf die Hand. Und dann wird diese Kartenhand noch auf 5 Karten aufgefüllt, sodass jeder Spieler dann wieder 5 Karten letztendlich auf der Hand hat. Jetzt kommen wir in die eigentliche Aktionsphase. Genau hier werden noch, Entschuldigung, bevor die Aktionsphase kommt, werden noch 3 sogenannte Tauschkarten ausgespielt, beziehungsweise offen hingelegt an den Spielplan. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Aktionsphase. Das heißt, wir spielen wieder Karten aus und zwar wieder beginnt mit dem Startspieler. Der Startspieler spielt wieder eine seiner Karten aus und nutzt die entweder als Erntekarte oder als Verkauf- und Produktionskarte oder als Ausbau. Was jetzt zusätzlich in den trockenen Jahren noch dazu kommt, wir haben da ja noch Tauschkarten liegen. Das heißt, anstelle einer Handkarte zu spielen, kann ich sagen, ich tausche diese Karte mit dieser Karte hier aus, weil ich die vielleicht toller finde. Dann muss ich die ausgetauschte Karte aber sofort spielen, entweder als Ressourcenkarte oder als Verkauf- oder Produktionskarte oder als Ausbaukarte. Jetzt nehme ich das erstmal wieder zurück, bevor Christian sieht, was ich da so alles auf der Hand habe. Und dann muss ich erstmal einmal eben meine Karten hier einmal mir einmal anschauen. Oh, ich mache das nochmal. Ich spiele hier nochmal als erstes wieder so eine Entwertungskarte aus. Die kommt also wieder hier hinten in den Ausbau. Am Spielende hast du von jeder der 3 Brotsorten, die es gibt, mindestens eine Karte verkauft, bekomme ich 2 Extramünzen für Bier oder Brot. Die schiebe ich hier entsprechend wieder drunter. So, das könnt ihr gerade noch so sehen. Jetzt wird es hier langsam knapp. Ich schiebe das obere mal ein kleines Stückchen weiter drunter und das hier auch. Da habe ich jetzt 3 Ausbauten liegen. Und jetzt wird halt nicht gedraftet gleich. Also Christian spielt jetzt erstmal seine Karte Genau, aus. und ich beraue jetzt, das heißt, ich muss das hier bezahlen, ich muss also 2 Wasser bezahlen, die kommen in den, Allgemein genau, Vorrat wir packen die mal hier zurück. hin, damit ihr sehen könnt, dann muss Komm, dann ich schmeiß da ich einen das auch Hopfen rein. bezahlen. Topfen ist uns da hinten bei dir. Und zweimal die gelbe Ressource.
Genau, und Genau. jetzt wird die halt eben hier entsprechend auf die, weil es ein Bier ist, auf die Brauerei gelegt und zwar verdeckt. Bei Spielende bringt mir das dann 6 Siegpunkte. Und mal gucken, was mir das sonst noch so bringt. Genau, wichtig ist auch, hier dürfen maximal auf der Brauerei und auf der Bäckerei dürfen maximal eine Karte liegen. Wenn man die wieder weg, bevor man dann weiter Bier brauen kann und Brot backen kann, also produzieren und verkaufen, müsste man erstmal, sage ich mal, einen Ausbau wieder anlegen, weil mit dem Ausbau erfolgt dann hier auch das Abräumen der Karten. Das heißt, wenn man einen Ausbau anlegt und hier Karten liegen hat, werden diese Karten hier zur Seite geschoben und dann kann man hier wieder neue Karten hinlegen. Es gibt aber auch Ausbauten, die einem erlauben, dass man zum Beispiel eine zusätzliche Bier- oder auch eine zusätzliche Bäckereikarte oder Brotkarte, nicht Bäckereikarte, da liegen haben kann. So, ich habe ja noch nicht richtig wirklich viel gemacht, ne? Oder was meinst du dazu? Ach, das sieht auch gut aus mit den ganzen Zusatzpunkten da bei Spielende. So, ich werde mal was ernten jetzt mal langsam. Ich ernte mal, ich spiele die als Erntekarte auf. Das heißt, ich bekomme einmal Wasser, ich bekomme einmal Hopfen und ich bekomme einmal. Kann ich mir nicht merken. Für mich ist das immer Roggen hier, aber das ist ja Gerste. Ich lege auch meine Erntekarte mal hier hin. Dann ist Christian dran. Ich wechsle Christian die tauscht aus was und die aus. gezogene nehme ich auch als Erntekarte. Das heißt, ich packe die auch hier hin, kriege ein Wasser. Upsala. Ein davon und ein davon. So, so machst du das also. Ich spiele mal diese Karte hier als Erntekarte. Das heißt, ich lege die in meine Erntereihe. Jetzt schaue ich hier auf meiner neu gelegten Karte, welche Ressourcen bekomme ich. Plus sind von den Ressourcen auf den Karten darüber auch noch welche drauf. Das heißt, ich bekomme einmal zwei Wasser und ich bekomme einmal hier einen Roggen. Und Christian ist dran. So, ich spiele die aus. Die kommt dann. Ups, das ist immer an der Stelle ein bisschen schwierig. Hierhin hat es als Effektsammler am Ende der Saatphase jeden Jahres eine Gerste ein. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich habe jetzt hier einen drunter gelegt. Das heißt, ich mache jetzt eine Reinigung. Kann also jetzt die bereits gebrauten oder gebackenen Biere, Strich Brote wegpacken. Das heißt, ich mache hier den Slot wieder frei von meiner Brauerei. Die kommen hier an die Seite und sind dann erst wieder bei Spielende relevant. So, ich tausche hier mal eine Karte aus. Das heißt, ich möchte nicht diese Handkarte spielen. Die getauschte Karte muss ich jetzt spielen und das mache ich mal. Ich braue hier mal ein Bier. Das heißt, für dieses Bier brauche ich einmal vier Wasser. Das braucht ganz schön viel Wasser, das Bier. Dann brauche ich hier einmal Gerste und einmal Roggen. Gebe ich alles ab in den allgemeinen Vorrat und habe damit mal mein erstes Bier gebraut. Und Christian ist dran. Ich tausche die aus und ich mache auch wieder Ernte. Kann mir also jetzt hier einmal eine, ich kann es mir nicht merken, einmal Hopfen nehmen Hopfen, und darf mir zweimal, Gerste. genau, hätte jetzt hier keinen Platz, aber ich habe jetzt zum Glück noch zwei freie Slots, wo ich Wasser lagern kann. Das mache ich dann auch und dann passt das. Aber wir können ja vielleicht einmal kurz erklären, was passiert wäre, wenn du die Karte nicht gehabt hättest. Leg doch mal dein Wasser wieder da Genau, also oben angenommen, hin. das wäre jetzt nicht so und ich hätte jetzt noch das eine Wasser übrig gehabt und kann den bei mir nicht mehr platzieren. Dann kann ich frei wählen, ob ich hier irgendwas noch vertausche und die Ressource, die schlussendlich übrig bleibt oder die Ressourcen, muss ich meinem Gegenspieler anbieten und der kann sie annehmen, muss sie aber nicht, kann sie dann bei sich platzieren, hat aber der Gegenspieler keinen Platz, dann wandert das einfach in den allgemeinen Vorrat zurück. Aber Genau. sowas machen wir ja nicht, Sowas deswegen, machen wir eklig nicht. ist das. Okay, gut, ich nutze das hier nochmal wieder als Ernte. Das heißt, ich lege die da hin und dann darf ich mir jetzt einmal hier. Ah, Mist, es gibt gar kein Braun mehr, ne? Sehe ich gerade. Das ist aber eine üble Karte. Nee, dann machen wir das anders. Die spiele ich nicht. Ich lege die mal hier und ich tausche die mal aus und spiele dann diese hier als Erntekarte, weil es wären hier ja gar keine braunen Ressourcen mehr gewesen. Das heißt, damit wäre ich ja leer ausgegangen. Dann nehme ich mir doch hier mal 1, 2 Hopfen. Die sind ja immer noch mal da. Und ich nehme mir hier noch mal einmal Joa, Bier ist doch was Leckeres, ne? Da gehen wir nochmal Richtung Weizen. Bier. Einmal austauschen. Ich braue jetzt dieses Bier. Das heißt, ich muss 1, 2, 3 Wasser abgeben. Kommt dahin, dann kommen 2 davon. Und dann noch einmal Getreide. Zack, habe ich erfüllt. Und dementsprechend kann ich das einmal brauen. Gut, jetzt sind wir wieder am Ende der Aktionsphase, diesmal in einem trockenen Jahr. Jetzt kommen wir wieder in die Mühlenphase. Das heißt, es wird erstmal geschaut, welcher Spieler hat weniger Ressourcen in seinem Lager. Das ist eindeutig Christian. Naja, Christian bekommt die Windmühle. ein Differenz, Dann werden eindeutig. hier die Tauschkarten, ich räume mal das hier ein bisschen zur Seite, Und die und die Erntekarten? Ehrenkarten abgeräumt. Die kommen auf dem Ablagestapel. Der Zähler hier, der Rundenzähler wandert ein Jahr weiter. Wir kommen wieder in ein fruchtbares Jahr. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal wieder in die Saatphase. Das heißt, hier wird jetzt erstmal wieder gesät. Jetzt schauen wir wieder auf diese grünen Schilder.
und packen da entsprechend Ressourcen dazu oder ändern das entsprechend ab, je nachdem, wie der Acker noch bestückt ist. 2, 4, 6, 7. Da kommen 8 braune hin. Warte mal, 2, 4, 6, 7, das passt schon mal. 2, 4, 6, 8 passt auch. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Genau, Wasser wird sowohl im trockenen als auch im fruchtbaren Jahr auf maximal aufgefüllt. Und jetzt haben wir erstmal das Ende der Saatphase. Und am Ende der Saatphase hat Christian jetzt ja hier einen Vorteil, dass er da eine Ressource sammeln darf. Und zwar darf er da jetzt ja einmal Gerste sammeln. Hätte ich das auch, dann würde es mit dem Startspieler losgehen. Das heißt, der Startspieler darf zuerst das machen und dann darf das der andere Spieler machen. Genau, und jetzt kommen wir wieder zur eigentlichen Kartenphase. Das heißt, jeder Spieler bekommt jetzt wieder 5 Karten auf die Hand und beginnt mit dem Startspieler, spielen wir diese Karten jetzt wieder aus und dann wird in dem fruchtbaren Jahr das wieder ganz normal gedraftet. Und dann schauen wir doch mal, was für schöne wir hier haben. Schöne Karten. So, ich gehe erstmal auf Ernten und zwar möchte ich gerne die zwei Dinger hier ernten. Ich bekomme also die zwei dahin. Ich spiele hier die mal als Ausbau, das heißt, die kann ich hier bei der Sichel, das ist das doch hinlegen, ne? Das ist doch eine Sichel hier, ne? Ja. Sammle am Ende der Saatphase jeden Jahres durfte ich dann Roggen einsammeln, das heißt, da kriege ich dann auch mal was dazu. Genau, und Michaela darf jetzt noch ihr Bier abräumen, das noch in ihrer Brauerei ist, genau, weil sie ja einen Ausbau gespielt hat. Sie reinigt jetzt quasi genau die Brauerei. Immer wenn man Brauerei Ausbau drin gespielt hat, kann man hier die Karten entfernen, weil wie gesagt, man darf hier grundsätzlich maximal eine Bierkarte und eine Brotkarte liegen haben, es sei denn, man hat Ausbauten, die sagen, man darf da eine zusätzliche Karte hingelegt haben. Ich habe viel zu viel Hopfen. Was will ich mit dem ganzen Hopfen, sprich? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich lege die mal ein bisschen hier hin, dass ich hier noch meine Erntekarten hinlegen kann. Ich glaube, ihr seht das hier noch. Das ist meine Kristallausscheine, weil die Karten, die man schon, ich sag mal, hier abgeräumt hat, die soll man hier ein bisschen gefächert hinlegen. Man darf sich die übrigens jederzeit, seine eigenen Karten, auch dann nochmal anschauen, auch die, die hier liegen. Man dürfte sich hier auch die Rückseiten vom Zugstapel anschauen, aber natürlich nicht die Vorderseiten. So, ich gehe erstmal wieder ernten, das heißt, ich nehme mir ein Wasser und ich nehme mir so einen braunen. Gerste. Ich gehe auch mal ernten, ich nehme ja hier mal zweimal Weizen. So, dann wird wieder getraftet. So, ich hatte einen Plan und der Plan geht nicht mehr auf, weil du das da jetzt gemacht hast. Die Karte wolltest du haben? Oh, die passt natürlich. Ein Wasser, zwei Gerste und zwei Roggen. Ja, ist ein leckeres Brot. kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Schade, schade. Jetzt müsstest du vielleicht auf was anderes gehen. Jetzt muss ich wohl umdisponieren. Mhm. Ja. Was nicht so einfach ist, sehe ich hier gerade. 1, 2, 3. Eine fallen lassen, einen Sinn. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was auf deinen Karten drauf war. Ach, ist egal. Ich gehe nochmal ernten. Das heißt, ich kriege jetzt 2 Wasser und ein Hopfen. Mhm. Ein Hopfen, ein Wasser. Oh, bist aber jetzt voll, ne? Jetzt bin ich voll. Das heißt, ich darf Michaela ein Wasser anbieten. Oh, auch noch Wasser. Das ist aber super. Das brauche ich eigentlich auch, das Wasser. Na, siehst du. Dann gehe ich doch auch mal hier ernten. Ich spiele mal diese Karte als Erntekarte. Das heißt, ich bekomme einmal ein Wasser und ich bekomme einmal einen Roggen. Und dann draften wir wieder die Karten. Wolltest du die nicht hergeben, oder wie? Ich wollte erstmal gucken, was du so machst. Du hast dich da so dran festgehalten an den Karten. Jetzt hier. Jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Einmal hier backen, das heißt, ich muss einmal backen Wasser abgeben. Und heute backe ich morgen. Ich muss 2 davon abgeben, das funktioniert nicht. Verdammte Axt. Hast doch gar keine 2 gelben. Ich hab's falsch im Kopf gehabt. Das funktioniert doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht, egal. Komm, jetzt all in. Wie das denn? Alles egal. Du hast doch gar keine 2 gelben. Ich mach Wasser. Ja. Ich mach 2 von denen, ich mach 1. Und hier, immer wenn du Brot backst, darfst du 2 Hopfen abgeben, um den beliebigen anderen zu tauschen. Ich tausche den in so einen hellgelben, in so ein Getreide und damit habe ich das dann auch erfüllt. Okay, dann darfst du die ja hier ablegen. Mehr darfst du dann ja gar nicht an der Stelle. Nee, momentan nicht. Gut, dann bin ich ja noch dran. Tja, was mache ich denn da jetzt? Dafür brauche ich das und das habe ich nicht.
Von daher, ich spiele die hier mal als Erntekarte aus. Da bekomme Ui, ich einmal zwei Cashback. Wasser und einmal zwei Roggen. Was für ein Glück, dass ich gerade so ein paar von meinen So, Lagerplätzen jetzt darf ich mich ja entscheiden. Ich habe jetzt ja nicht mehr so freigemacht viele Lagerplätze frei, wie ihr seht. Ich darf mich jetzt aber frei entscheiden von diesen Ressourcen, die ich jetzt hier liegen habe, auf meinen zusätzlichen Lagerplätzen, auf meinem originären Lager und die ich bekommen habe, welche ich davon behalten möchte und welche ich davon austauschen möchte. Und ich nehme mal hier. Hopfen habe ich nicht gesehen, dass man so viel braucht. Von daher packe ich dann nochmal Hopfen, den zwei Hopfen ist hin alles. Das ist voll cool. Gib mir und Hopfen. den hin. Das ist wie ein Joker. Und dann muss ich die anderen leider Christian anbieten. Ich nehme sie gerne Beziehungsweise an. er kann sie annehmen, muss aber nicht. Hätte er jetzt keine freien Lagerplätze mehr da, dann müsste er das, was er nicht bei sich lagern kann, das muss auch an den Vorrat dann zurück. Weil Christian kann jetzt nicht austauschen. Also wenn man jemand anders was anbietet, dann kann der jetzt nicht austauschen. Das würde nicht funktionieren. Okay, du bist als erstes drin, glaube ich, ne? Als erstes dran, nicht drin. So, Okay. ich gehe hier auf Ausbau, damit ich jetzt hier Bäckerei und Brauerei frei bekomme. Das heißt, ich mache eine Reinigung und die kommen erstmal weg. Ich braue hier mal Wie ein machst du das? Bier. Das Das ist kein, kostet mich zwei Braun. Wasser. Du hast keinen Braun. Oh, ich habe gar kein Braun. Wie kann das denn Du hast keine passieren? Möglichkeit zu tauschen. Auch das Ups. nicht. Dann nehme ich das als Ausbau auf meiner Brauerei, darf eine weitere Bierkarte liegen. Ja. Wo nichts So, ist, kann nichts jetzt kommen. sind wir am Ende des fruchtbaren Jahres. Jetzt wird wieder geschaut, wer wird Startspieler. Das heißt, wer Ich hat bleib. weniger Ressourcenmarker in seinem Lager? Das ist Christian. Christian bleibt Startspieler. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, hier wegen der Saatphase, dass wir kommen nämlich hier mit dem runden Marker in das nächste trockene Jahr. Das heißt, 2, 4, 5, das ist hier richtig. Da muss was weg. 4, genau. Und das Wasser wird wieder auf maximal aufgefüllt, auch im trockenen Jahr. Dann bekommt hier jeder seine Erntekarten, nicht seine Ernte, doch seine Erntekarten auf die Hand und füllt dann die Kartenhand auf 5 auf. Und dann werden dort entsprechend wieder drei Tauschkarten offen ausgelegt. Okay, und dann darf Christian schon wieder als Startspieler beginnen. Genau, und ich habe jetzt hier noch am Ende der Saatphase bekomme ich einen von den braunen. Saatphase ist gerade beendet worden, das heißt, ich darf mir was nehmen. Hast du da Ah irgendwas? ja, sammle am Ende der Saatphase so einen hier ein. Siehst du? Ja, kann ich nicht Oh, du kannst den ja gar nicht unterbringen. unterbringen. Vielen Dank. Ja, schön. Spannend. Schön. Ich hatte die Saatphase jetzt einfach mal so übersprungen, weil bringt mir ja eh nichts. Jetzt habe ich schon wieder falsche Karten auf der Hand, wie ich das sehe. Okay, du darfst wieder. Jetzt spielen wir ja wieder abwechselnd unsere Karten aus. Jetzt wird ja nicht gedraftet und wir können auch wieder hier tauschen. Wenn wir tauschen, müssen wir aber die getauschte Karte dann sofort ausspielen. Ja, jetzt hat sich hier gerade was komplett Neues für mich ergeben. Es dauert eine Echt? ganz kleine Sekündchen. Ich muss einmal kurz in mich gehen. Ich backe jetzt erstmal ein Brot. Ich backe einmal das Brot hier. Das heißt, ich muss nicht suchen, dann sehe ich nicht, was ich zahlen muss. Ich muss ein Ein Wasser Wasser, du musst bezahlen. einmal Gerste bezahlen. Den bezahlen und drei davon Drei bezahlen. Roggen, genau, richtig. Zack. Und Zack. dann kommt das Ding dahin. Das mache ich nach. Ich backe auch einmal Brot. Ich muss einmal ein Wasser abgeben. Ich muss jetzt zweimal Roggen abgeben und ich muss dreimal Weizen abgeben. Und dann bin ich auch schon fertig mit meinem Zug. Und Christian ist wieder dran. So, ich tausche hier einmal aus. Zack, zack. Und hier mache ich Ernten. Das heißt, ich bekomme ein Wasser. Ich bekomme einmal den braunen und ich bekomme Getreide. So hast du dir das also gedacht. Ja, jetzt so erstmal. So. Ich spiele mal die dahin als Erntekarte. Mann, Die spiele ich ey. auch als Erntekarte. Das heißt, ich bekomme Neun einmal, Punkte. Entschuldigung, ich kriege einmal Gerste und ich bekomme einmal Weizen. Das kann nicht angehen. Wie? Deshalb verliere ich das Spiel. So, dann wechsle ich hier nochmal aus. Einmal so, einmal so. Und das nutze ich auch wieder zum Ernten. Das heißt, ich kriege eins, zwei davon. Oh, hast du den da hingelegt? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Das Einzige, was mir dann noch fehlt, ich muss einmal ganz kurz gucken, was ich hier für ein Bier habe. Was fehlt mir da noch dafür? Den hätte ich, der würde mir noch fehlen. Dann legen wir doch mal den dahin und nehmen wir den hier und den nutze ich als Erntekarte. Das heißt, ah, schade, ist nur noch einer da. Ich würde eigentlich zwei Gerste bekommen, ist nur noch eins da, aber noch zweimal Weizen.
Ja, wenn welch, dann welch, ne? Da Wenn wird welch, nicht dann ist, aus dem ja, Vorrat ist nun pauschal auf. mal. Es gibt Karten, die man in der Auslage haben kann, da darf man dann auch aus dem Vorrat nehmen, wenn hier auf den Äckern nichts mehr drauf ist. Aber so eine Karte hat Michaela aktuell nicht. Das sieht so aus. Schade. Schade, schade. Schade für dich, ne? Ja, ist So, schade. ich wechsle wieder aus. Zack, und ich braue dann. Ich braue einmal die Geschichte, das heißt, ich muss einmal zwei Wasser abgeben. Ach so, entschuldige bitte, dass ich dir helfen Ein wollte. Hopfen, ein Getreide. Ups, den habe ich falsch Ich abgelegt. wollte Ich ich hätte gerade dahin und sagen. einmal den da. So. Okay. Ach, das ist so ärgerlich. Aber ich wollte die ja ganz gerne machen, die Karte. Und ich kann mir das einfach nicht merken. Von daher, ich gönne ja Christian keine Ressourcen, ne? Ich gehe noch mal hier ernten. Ich bekomme ein Wasser und ich bekomme einen Oh, Roggen. das sieht nach Cashback aus. Und ich brauche auf jeden Fall das Wasser. Ja, ich überlege gerade, was ich dir Es ist dafür mir vollkommen egal. gebe. Hauptsache, gibst du mir irgendwas. Ich Hauptsache, ich bin da gebe gar nicht dir so anspruchsvoll. irgendwas. Du bist da gar nicht so anspruchsvoll. Was brauche ich denn? Ah, ja, ich nehme mal hier einen davon weg. Ist es besser, die drei zu haben oder die drei zu haben? Ich weiß es nicht. Warte, ich ärgere mich sonst gleich. Nee, ich lasse den mal da. Ich gebe dir mal den da. So, du bist dran. So, einmal so wechseln. Zack, zack. Ich mache hier einen Ausbau Okay, dann für kannst du auch wieder Spielende und dann kann ich reinigen. entsprechend wieder was wegnehmen. Genau, das können wir Finger gleich. weg von meinen Ja, Karten. nee, nur Christian, also Finger legt weg. man eigentlich dann da gefächert hin. Ihr seht die nicht mehr ganz so, die Ich Karten, aber das sind sehe die sehr Christians. gut Du kannst gefächert. die ja vielleicht mal so untereinander gefächert hinlegen, dann kann man die noch ein bisschen Drei sehen. und Da, zwei. Das ist drei eine und ganz zwei. einfache So, ich Geschichte. brauche auch noch mal ein Bier. Dafür brauche ich einmal drei Wasser in Summe. Ich brauche einen Hopfen und ich brauche zwei Gerste. Lege ich auch dahin. Gut, dann sind wir wieder am Ende vom trockenen Jahr. Wir schauen wieder, wer wird Startspieler? Derjenige, der weniger Ressourcen in seinem Lager hat. Das bin diesmal ich. Oh, ich werde auch mal Startspieler. Das ist doch mal schön. Dann werden hier die Erntekarten abgeräumt und die Tauschkarten, die kommen wieder weg. Dann kommen wir ins nächste Jahr, ins fruchtbare Jahr. Das heißt, wir haben hier wieder die Saatphase. Das heißt, wir füllen hier wieder entsprechend auf die ganzen Ressourcen. So, einmal nachzählen hier 2, 4, 6, 8. Das passt schon mal. Upsala. 3, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Das passt auch. Da hinten haben wir 3, 6 Hopfen und hier haben wir 3, 6 davon. Das Wasser kommt wieder alles in die Mitte. Es wird hier mal auf maximal aufgefüllt. So, wir sind am Ende der Saatphase. Das heißt, beginn mit dem Startspieler. Ich habe hier Sammler am Ende der Saatphase jeden Jahres einen ein. Das heißt, ich darf mir einen davon nehmen. Ich darf das bei dir machen. Genau. So, dann bekommt jeder Spieler, beginnt mit dem Startspieler, wieder 5 Karten vom Zugstapel. Und dann kommt das letzte fruchtbare Jahr. Oh je. Ich darf hier übrigens eine Bierkarte mehr drauf haben, von daher ich dürfte noch ein Bier mehr brauen, bevor ich hier mal abräume. Ah, das brauche ich eigentlich ganz gerne noch, ne? Ich brauche noch so viel. Wieso hast du da schon so viele Karten? Das ist Cool, echt ne? Wahnsinn. Ja, Aber wir haben es cool. ja auf Video, von daher Was heißt, wir haben es auf kannst du Video? nachher nicht sagen, dass ich da irgendwie geschummelt hätte oder Ich hätte etwas in nie dir. gesagt, dass du Na, geschummelt hast. Nie im Leben würde ich sagen, dass du schummelst. niemals. Das würde mir doch nicht Im Traum. im Traum Bla, bla, bla. einfallen. Bla bla bla. Oh, das sieht aber echt nicht gut aus diesmal. Ich glaube, das wird das erste Spiel, was du vielleicht gewinnst, wa? Ich habe ein gutes Du Gefühl. hast ein Aber es sind ja gutes noch zwei Gefühl. Runden, von daher. Ja, ich spiele die hier mal als Erntekarte aus. Ich bekomme ein Wasser und einen Hopfen. Spiele die als Erntekarte aus, das heißt, ich kriege ein Wasser, ich kriege ein davon und ich kriege ein Getreide. So, dann draufen wir wieder. Ich hoffe, wir haben immer hier die Sachen aus dem allgemeinen Vorrat genommen. Das ist so verführerisch, dass man irgendwie, man kennt das ja sonst nur aus allgemeinen Vorrat, ne? Man greift Ja. immer so typischerweise geht der Griff so zum allgemeinen Vorrat. Okay, ich ernte nochmal mit dieser Karte. Das heißt, ich bekomme einmal zwei Wasser und ich bekomme einmal Weizen und Oh, einmal Roggen. ich mache mal ganz kurz einen Lagerplatz Oh, dieses Schmarotzertum, das ist frei. ganz, ganz, ganz furchtbar. Das mag ich überhaupt nicht. Was gebe ich dir denn? Irgendwas Gutes. Ja, irgendwas Gutes hier, du kriegst das da. Du musst es ja nicht nehmen, wenn du nicht möchtest. Wie Du mein? kannst es ja ablehnen. Was? Wie? So wie ich es gesagt habe, so meine ich es. Du musst es nicht nehmen. Du kannst es auch liegen lassen. Nee, wir brauchen erstmal sicherheitshalber. So, zwei Wasser muss ich dafür abgeben. Dann muss ich hier ein Getreide für abgeben und zwei Gerste. Wie auch immer.
Nee, das, ja, ich weiß nicht, was, ich habe gerade nicht hingeguckt, was du da gemacht hast. So, dann, Hä? du willst immer die Karten behalten, du hältst dich immer so da dran fest. Ist doch meine, habe ich auch So, ich gebraut. darf nochmal brauen. Normalerweise darf hier ja nur eine Bierkarte liegen. Ich habe aber den Ausbau, dass auf meiner Brauerei eine weitere Bierkarte liegen darf. Das kostet mich. Oh, geht ja gar nicht. Ich habe ja gar kein Brauen. Ach Mist. Du hast die Karte, glaube ich, gespielt, auf die ich los wollte. Oh Mann. Wie meinen? Ja, so meinen, wie ich das gesagt habe. Okay, das ist jetzt ziemlich doof. Muss ich jetzt ja mal so sagen. Ich habe noch freie Plätze, du Ja, kannst kommen. so freie Plätze. Es ist schön für dich, dass du freie Plätze hast. Wir haben jetzt leider auch keine Tauschkarten da. Ah, Mist, 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 Mist. Immer wenn die andere Person beim Ernten Wasser einsammelt, sammelst du am Ende der entsprechenden Aktion ein Wasser. Bringt das noch was? Ich glaube nicht. Ich spiele mal diese Karte als Ausbau. Das heißt, ich habe hier noch einen weiteren Lagerplatz. Ich lege die mal so ein bisschen daneben, damit ihr das da auch noch sehen könnt in der Kamera. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Lagerplätze. So, ich gehe auf Ernten, das heißt, ich kriege einmal den und ich kriege zwei davon. Okay. Na, es wird nicht besser. Du hast mir nur die braunen Karten wiedergegeben, ne? Das machst du doch jetzt extra, oder? Hey, kann er nicht für? Was? Wie? Waren nur noch braune Karten? Achso, Entschuldigung, ich habe hier auch gerade eben einen Lagerplatz angelegt. Von daher hätte ich eigentlich auch reinnehmen Ja. dürfen. Das mache ich nochmal, das hole ich nochmal Müssen nach. nicht. Müssen Dürfen, sogar, müssen, genau, müssen das nicht. vergesse ich immer gerne. Das heißt, nachdem ich die Karte als Ausbau gespielt habe, musste ich hier reinigen. Das heißt, die beiden Karten verschieben. Das tue ich dann damit mal. Das habe ich gerade eben vergessen. Oh. Ah, ist das mistig. Ist das Mist. So, das ist so ein bisschen, was mich bestört bei dem Spiel. Komme ich im Fazit nochmal zu. Man Man kann kann hier nicht keine tauschen. Ressourcen tauschen. Und wenn man keine Karten hat, die man spielen kann, ist man echt aufgeschmissen. Ja, ich muss das hier als Erntekarte spielen. Das heißt, ich nehme hier zwei weg. Ich muss jetzt hier irgendwas austauschen. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt austausche. Was ich auch immer austausche, es wird mich hinterher ärgern wahrscheinlich. Von daher machen wir hier mal ein und ein. Die passen bei mir Christian, nicht, von daher kommen die in allgemeinen Vorrat. genau, weil Christian jetzt, ich kann die zwar Christian anbieten, er kann sie aber nicht lagern, weil das ist nur Wasser und er könnte kein Wasser umverteilen und er dürfte jetzt halt nicht sagen, er nimmt die zwei und überlegt sich dann, welche zwei Du anderen er hast hier vielleicht auch noch einen Platz. Hast rausschmeißt. du den gar nicht genutzt? Oh, Nur mal nee, den habe so ich noch nicht kannst du einen mehr genutzt. behalten. Oh, danke für den Tipp. Ja. Vielen Dank. Wenn Nee, ich da habe jetzt ich verliere, ey, gerade. dann Dann was? Dann bist du weiß traurig. ich, warum es passiert ist. Weil ich einen zusätzlichen Lagerplatz habe und den jetzt doch genutzt habe. Richtig. Vielen Dank für den So, Tipp. ich spiele einmal die Karte aus. Ernten, zwei Wasser, zwei von den dunklen. Ich nehme nur die zwei Wasser, glaube ich. Glaubst du? Ich habe vergessen, was auf den anderen. Aber Wasser braucht man auf alle Fälle fürs Brauen, von daher Aber ist das es andere musst egal. du trotzdem nehmen Und und das dann andere muss ich weglegen. dann nehmen. Michaela kann es nicht lagern, von daher Genau. kommt es weg. So, dann einmal die letzte Karte hier. Oh. Macht es nicht besser an der Das macht es nicht Stelle. besser. Ich kann das Brot nicht backen. Ich habe leider keine drei Gerste. Das ist jetzt echt mistig. Ich könnte jetzt noch mal ernten, dann müsste ich wieder was austauschen. Ich spiele die hier als Ausbau. Ich kann jetzt auch Hopfen hier ernten, steht hier unten drauf, einsammeln, wenn auf den Äckern keiner mehr übrig ist. Ich muss auch das hier machen, das ist auch total sinnfrei, aber egal. So, dann sind wir wieder am Ende des fruchtbaren Jahres. Das heißt, es wird jetzt erstmal wieder geschaut, wer hat weniger Ich habe Ressourcen. weniger, weil du mehr Lagerplätze hast, relativ Genau. simpel an der Dann kommen wir Stelle. wieder zur Saatphase des neuen Jahres. Das heißt, wir sind jetzt im trockenen Jahr, im letzten Jahr. Das heißt, wir haben hier 2, 4, 5. Hier haben wir 4, 4, 4. Das passt. Jeder bekommt seine Erntekarten auf die Hand. Genau, ganz kurz, ich habe eben gerade hier einen Ausbau gemacht. Ich hätte hier auch entsprechende Reinigung durchführen müssen. Genau, und Sorry. gleich kommt auch noch das andere mit der Saatphase, was wir noch nicht gemacht haben, weil Christian ein bisschen schnell ist. Die Karten hier, also man bekommt seine Erntekarten auf die Hand. Plus weitere Karten vom Nachziehstapel, sodass man auch 5 nachfüllt. Aber eigentlich am Ende der Saatphase kommt noch das hier. Beginnt mit dem Startspieler. Das heißt, Christian sammelt Boah, und du einmal machst es jetzt leer, Trocken ne? ein und ich sammle Nö. einmal hier das ein. Nee, das ist ja nur, habe ich ja nicht. Von daher, ich kann jetzt mich Leute. entscheiden, aber der geht dann auch weg. Christian kann es ja nicht annehmen. Das andere konnte ich auch nicht annehmen. So, dann kommen hier noch entsprechend 3 Tauschkarten wieder hin. Entschuldigung. Tauschkarten hin. Übrigens, wenn der Nachziehstapel mal leer sein sollte, dann mischt ihr einfach den Ablagestapel und macht den zum neuen Nachziehstapel. So, letzte Runde beginnt mit dem Startspieler der aktuellen Runde. Darf Christian da jetzt mal fröhlich was Genau, ich machen? gebe ein Wasser ab, ich gebe zwei Orangene ab und ich gebe zwei gelbe Strich Getreide ab.
Und das ist jetzt einmal Brot rot machen. gewesen. Ich braue einmal ein Bier, ich gebe ein Wasser ab, ich gebe einen Hopfen ab, ich gebe einen Weizen ab und ich gebe einmal Gerste ab. Und dann habe ich dieses Bier fröhlich gebraut, umgedreht. Und jetzt draften wir ja wieder nicht, weil wir in einem trockenen Jahr sind. Und Christian ist dran. Tausche die einmal aus und schieb die hier drunter. Tausch die aus und schiebst die drunter. Aha, okay. Ich überlege, ich mache das hier. Nee, mache ich nicht, will ich gar nicht. Blödsinn. Möchte ich gar nicht, Entschuldigung. Ich spiele diese Karte hier aus. Ich lege das mal hier so hin, dann seht ihr das ein bisschen besser. Und da ernte ich einmal, da hole ich mir einmal hier zwei Gerste. So. Das sind keine 10 Lagerplätze mehr, nur so Habe eine ich dein Stunde. Wasser? Okay. Oh, ich Entschuldigen Sie bitte. weiß Entschuldigen Sie bitte von nichts. Warte mal, dreimal. ich habe ja das eben gemacht, ich habe wieder vergessen zu reinigen. Ah, Das vergisst man das auch ist gerne echt, mal. wenn man dann keinen Platz hat, dann fällt einem ein, dass man es nicht gemacht hat. Das ist ganz, ganz schrecklich, schrecklich. So, ich gehe auch einmal auf Ernten, das heißt, ich kriege ein Wasser, ich kriege den letzten davon und ich kriege noch ein Ich wollte Getreide. schon wieder darüber Ja, zucken, das ist ne? auch so Gezucke bei mir, ja. So, jetzt mache ich das hier, ich tausche das aus. Ich möchte nämlich dieses Brot hier gerne backen. Ich brauche dafür ein Wasser, ich brauche dafür dreimal Gerste. Wasser, dreimal Gerste und ich brauche dafür nochmal dreimal Roggen. Dann habe ich dieses leckere Brot Na, siehst du, geht doch. gebacken. Geht doch. Ja. Sisse, der passt wunderbar. Ach, So jetzt. Ach, ein jetzt habe ich Brot nicht möchte ich auch aufgepasst. Ach gerne. Mist, siehst du, jetzt habe ich nicht Einmal aufgepasst. das, Jetzt habe zwei ich dir auch noch davon. dein Brot Ansonsten hätte ich hingelegt. gar nicht gewusst, was ich jetzt Mit machen den. Oh. soll, weil es überhaupt nichts passte. Aber so passt das Na ganz gut an der Stelle. super. War nicht so gewollt. Das war nicht so beabsichtigt. Ganz, ganz bestimmt nicht. So, das sieht ja alles nicht so dolle Ach, guck mal, als ich aus. das gesammelt hatte, hätte ich hier sogar noch ein mehr einsammeln können, aber ich habe schon den letzten genommen, von daher. Also man muss schon gucken, was man hier so ausliegen hat. Und wenn man hier was drunter schiebt, dass man hier die Karten wegräumt und so weiter, es gibt schon eine ganze Menge, auf das man achten muss. Ja. Bringt mir das noch was oder bringt mir das nichts? Ich müsste eigentlich den da haben. Das habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Komme den ja nicht mehr, ne? Da fehlt mir einer. Heieieiei. Ah oh ja, man weiß nicht, was hast du denn da? Nicht, dass ich dir wieder an deine Karten spiele. Ich lege mal den hier hin. Upsala. Ja, klar, guck mal, wie viel Rohstoffe ich hatte. Den Und werde ich spiele die jetzt mal hier bestimmt hier. als Erntekarte. Das heißt, ich bekomme einmal ein. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Es ist ja gar Ein. nichts Braunes mehr Ja, im dann Spiel. nimm mal was Braunes so. Nee, machen wir nicht. Ist ja Blödsinn. Das resetten wir mal ganz schnell wieder. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, ich spiele die hier als Erntekarte aus. Dann bekomme ich einmal Wasser. Und einmal Hopfen. Na, das war ja ganz großartig. Oder auch nicht. Ich kann damit nichts machen, von daher, ich packe den einfach da drunter und dann kommt er dahin. Okay. Dann, man kann vielleicht deine Karten, du hast hier eine ganze Menge mehr liegen, aber es ist jetzt ja auch nicht ganz so wichtig. Ich ernte nochmal, ich lege die hier nochmal hin. Von daher bekomme ich nochmal drei Hopfen. So, jetzt würde der Rundenmarker hier hinziehen. Das heißt, wir sind fertig. Jetzt können wir schon mal die Karten, die wir hier ausgespielt haben, schon mal einmal zur Seite räumen. Die Ausbauten bleiben hier noch liegen, weil es gibt ja auch eine Siegendebedingungskarte, die bezieht sich auf die Ausbauten. Jetzt nimmt sich jeder Spieler seine Karten, die er halt verkauft hat, das heißt, die hier schon daneben geschoben worden sind, aber auch die Karten, die noch auf dem Spielplan liegen, nimmt sich jetzt jeder Spieler. Und dann sortiert man die jetzt erstmal nach Bier und nach Brot. So, ich mache mal hier mein Bier hin und dort mein Brot. So, das kann nicht sein, dass du jetzt im Vorfeld nie gewinnst. So, Bier, Oh, man guckt aber jetzt da fett, drauf, neuer was Rekord. jedes, was je, Ich glaube, ich habe gerade den deutschen Rekord bei Bier und Bread aufgestellt. was jedes Bier wert ist. Ich habe hier 8 plus 7 sind 15, plus 5 sind 20. Das heißt, ich habe hier einmal 20 für Bier bei meinen Biersorten. Was hast du bei Bier? 25. 25. Genau, das gleiche machen wir jetzt hier bei Brot. Bei Brot habe ich hier einmal 7 plus 9, also die Verkaufspreise. Das sind einmal zusammen 6 und Quatsch, Was? 26, 16.
Wollte gerade sagen, 26. Ich habe 7 plus 9 sind 26. 16. Du hast Ich habe 26, 26. Ich na habe aber auch gut. vier Karten gespielt. Okay, dann nimmt sich jeder noch seine Entwertungskarten und guckt, ob er da was erfüllt hat. Ich habe hier bei Spielende, hast du mindestens zwei Zutatenmarker mehr als die andere Person? Habe ich nachweislich. Ich habe nämlich hier insgesamt 8 Zutatenmarker, Christian nur 3, von da habe ich mindestens zwei Zutatenmarker mehr. Erhalte ich zwei Extramünzen für Bier oder Brot? Ich nehme die jetzt hier mal bei Brot. Ist gut, Christian, feier die später ab. Die habe ich erledigt. Dann hast du von jeder der drei Biersorten mindestens eine Karte verkauft? Habe ich. Ich habe hier nämlich die drei, vier Oh, verschiedenen ui, Biersorten, das habe gibt ich Punkte. mindestens eine verkauft. Wenn ich das habe, erhalte ich zwei Extramünzen für Bier oder für Brot. Ich nehme das hier nochmal bei Brot. Und dann habe ich hier noch die letzte. Hast du von jeder der drei Brotarten mindestens eine Karte verkauft, bekomme ich zwei Extramünzen für Bier oder Brot. Ich habe Zwei leider Karten und das ist schwierig, drei nur zwei Sorten zu haben, verschiedene ne? Brotsorten verkauft. Von daher habe ich das leider nicht. So, ich kann hier meine Karten einmal schon mal. Es sei denn, du hast noch irgendwas mit Nein, nein, Ausbau. nein, nein, Hast du nein, nein, nicht, oh, nein, nein, was sich nein, auf die Ausbau nein, bezieht? nein. Ich lasse trotzdem meine drei da mal liegen. Ich lege hier mal nur meine Bier- und meine Brotkarten schon mal einmal ab. Das heißt, ich habe hier bei Bier insgesamt 20 und bei Brot habe ich auch Oh, insgesamt schön 20. ausgeglichen, das ist gut. Das heißt, ich habe, jetzt würde ja geguckt werden, welches ist der geringste Wert, entweder Bier oder Brot, beides ist gleich, von daher mein Endergebnis ist 20. So, Spielendekarte. Ich habe hier einmal am Spielende für je zwei Brotkarten, die du verkauft hast, erhältst du eine extra Münze für Brot. Ich habe insgesamt vier verkauft. Das heißt, ich kriege zwei Punkte. Für Brot. Und jetzt schaue und weine. Am Ja, Spielende. schau und Für meine. jede deiner verkauften Karten, ich habe acht insgesamt, die eine sechs oder sieben Münzen wert ist, Oh, sieben, sieben, sechs, 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 sieben, boah, sieben, das ist ja erhältst du eine unverschämt. extra Münze für ihre Warenart. Das heißt, hier habe ich vier Punkte bei Brot und ich habe vier Punkte bei Bier. Macht dann bei dir 29 bei Bier und Boah, bei dir geiles Spiel. 32 Ja. bei Brot. Das heißt, dein niedrigster Wert ist das Bier mit 29. Das heißt, Christian hat mit 29 zu 20 gewonnen. Bei einem Gleichstand würde jetzt die Person gewinnen, die das höhere Gesamtergebnis bei ihrer anderen Warenart hätte. Und wäre auch da ein Gleichstand, würde halt die Person gewinnen, die nicht die Windmühle bei sich stehen hat. Ja, okay. So funktioniert Beer and Bread. Und es kann nicht sein, dass du gerade im So funktioniert Review-Video. Beer and Bread in der perfektionierten Variante. Dass du jetzt gerade gewinnst, wo du sonst immer verloren hast. Also von So daher, fühlt sich das an, ich das gebe Spiel mal zu an den gewinnen. Meister weiter. Ja, Der Meister von Beer and auch Bread. wenn ich dieses Probespiel jetzt nicht gewonnen hätte, also mir hat es immer Spaß gemacht. Wir haben es jetzt mehrmals gespielt, logischerweise immer nur wir zwei, weil es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Und es hat jedes Mal Spaß gemacht. Es war ein kurzweiliger Zeitvertreib. Man ist schnell in die Regeln reingekommen. Eine kurze Sache, eben diese Erntereihe, dass die sich eben potenziert, also sprich, dass schon bereits gelegte Ernteressourcen, sage ich mal, mit dazu geerntet werden, wenn man eine artgleiche Karte drauflegt, wo eben dieses Symbol sich wiederholt. Das ist ein schöner Twist, wie Michaela dazu sagen würde, mit dem Anglizismus. Ein schöner, ja, Aspekt, den man eben schon berücksichtigen muss, aber man merkt schon, man ist auch limitiert. Also diese neuen Lagerplätze, die man standardmäßig hat, und es tut einem echt weh, wenn man die voll hat. Man hat was übrig und muss dem anderen Spieler was geben, weil da hat man automatisch so das Gefühl, man pusht ihn in irgendeiner Form. Ja. Und das ist nicht schön. Das fühlt sich nicht schön an. Übertrieben gesprochen. Aber ansonsten die Regeln wirklich sehr, sehr klar, sehr verständlich. Schlussendlich, es sind ja auch nur 30 Bierkarten, 30 Brotkarten. Und ich habe schon das Gefühl, dass durch diese relativ wenigen Karten, also man hat jetzt nicht irgendwie mehrere Sets, die man miteinander kombinieren kann, sondern man hat diese 30, 30, 60 Karten in Summe, die spielt man eben so runter und man lernt diese Karten relativ zügig kennen. Also man hat ja auch gesehen, jetzt beim Ende des Spiels, der Nachziehstapel war quasi aufgebraucht. Von daher, man spielt eigentlich jedes Spiel wirklich alle Karten einmal durch und deshalb nach zwei, drei Spielen kennt man die Effekte aller Karten und versucht dann schon eben auf der Basis halt eben sein Spiel zu optimieren, so es denn geht, weil es ist natürlich auch ein gewisser Glücksaspekt. Was für Karten kriege ich auf die Hand? Beim Draften, was wird weggenommen? Was wird mir aus der Auslage an Ressourcen jeweils geklaut oder vor mir weggenommen, geerntet, wie auch immer? Also ein gewisser Glücksaspekt ist da. Kennereinordnung von Pegasus, ja, vielleicht so als Einstiegskennerspiel, gehobenes Familienspiel, irgendwo so. Also es ist jetzt nicht so der Burner, wo man eine extrem hohe Downtime hat, wo man viel nachdenken muss, das nicht. Spielt sich sauber runter. Wie gesagt, für mich jetzt hinten raus zu wenig Abwechslung, bedingt durch die limitierten Karten, weil es nur 60 sind.
Hat Spaß gemacht, kann man gerne nochmal spielen. Man kommt auch relativ zügig wieder in dieses Spiel rein, denke ich mal, auch wenn man es längere Zeit nicht gespielt hat. Auf der Rückseite von der Anleitung ist auch so ein kurzer Abriss im Prinzip von den einzelnen Phasen, sowohl in den fruchtbaren als auch in den trockenen Jahren und eben auch, welche drei Aktionsarten es schlussendlich gibt. Von daher, das ist relativ simpel, die Regeln sind simpel, macht Spaß, ist jetzt nicht so das Überflieger-Ding, aber macht nichts falsch, von daher von mir 7 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich fange mal mit der Anleitung an, wie Christian ja schon gesagt hat. Also, die ist wirklich echt gut geschrieben. Ich habe die einmal vorgelesen. Nee, du hast die ja diesmal vorgelesen. Und dann haben wir ja auch sofort losgespielt. Und weil wir haben da auch keinen Fehler gemacht, weil es war dann auch ganz schön, wie Christian schon gesagt hat, man konnte sich hier wirklich die Rückseite so daneben beilegen. Um dann, weil ich stehe ja so auf diese Spielübersichten, auf diese Kurzübersicht. Und hier hat man ja quasi so eine kleine Kurzübersicht. Und da hat man sich das nebenbei gepackt und dann war das auch total schnell verinnerlicht. Es gab so ein paar Sachen, wo man dann immer noch mal so kleine Fehler gemacht hat. Wir haben total gern, ihr habt ja gesehen, es gibt diese Äcker auf dem Spielplan und wir haben total gerne irgendwie in den allgemeinen Vorrat Ja, greifen ganz wollen. Ich krass. musste Christian ganz häufig fast auf Also den ich habe das Finger extrem gemacht. Bei mir war ganz schlimm, hauen. ja. Immer wollte er sich die Ressourcen nehmen. Ich hoffe, wir haben es jetzt im Video komplett durchgezogen, richtig gemacht. Ansonsten seht es uns nach, weil wenn man nebenbei erklärt und auch noch spielt, das ist dann doch ein bisschen anstrengender, sage ich jetzt mal so. Auf jeden Fall musste ich Christian da fast manchmal ein paar Mal auf die Finger hauen, weil er immer eher in den allgemeinen Vorrat greifen wollte als zu den Äckern letztendlich. Da musste man aufpassen. Und es hat halt auch so ein paar Mechanismen, wo man halt dem anderen dann vielleicht was Gutes tut, was Christian schon gesagt hat. Einmal so, man hat ja noch eine bestimmte Anzahl an Lagerplätzen. Und wenn ich dann ernte und ich bekomme oder ich brauche unbedingt noch was, aber ich sehe, dann muss ich was rausnehmen. Und der andere hat jetzt gerade nicht so viel und dem gebe ich jetzt was. Das will ich eigentlich nicht so gerne. Oder was ihr ja auch gesehen habt, in den trockenen Jahren, wenn man Karten austauscht, müsste man eigentlich auch noch gucken, die Karte, die ich jetzt hinlege, kann die der andere Spieler, wenn ich die hinlege, mit seinen Ressourcen, Zutaten jetzt sofort dann brauen oder backen, was Kann du ja er. gemacht hast in der Kann einen er Runde. manchmal. Habe ich nicht drauf aufgepasst, weil letztendlich muss man ja gucken, was brauche ich für Ressourcen und so weiter. Und was mich echt ein bisschen gestört hat, habt ihr ja gerade auch gesehen beim Spielablauf, es war manchmal wirklich so, man hatte Karten auf der Hand und man hatte sein Lager vielleicht schon voll vorher aus dem trockenen Jahr und konnte jetzt mit diesen Ressourcen, es fehlte einem immer irgendwie was, damit konnte man letztendlich die Karten nicht brauen oder backen. Und das war so ein bisschen schade. Irgendwie hätte es hier noch so einen kleinen Mechanismus geben müssen, wo man vielleicht irgendwie nochmal hätte tauschen können oder wie auch immer, weil das fand ich dann schon ein bisschen frustig, wenn man dann nochmal Karten spielen musste, um nochmal was zu ernten. Dann musstest du hier wieder austauschen, vielleicht kriegt ja der andere wieder was oder es ging was raus. Das fand ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, Ja, weil das und kam vielleicht schon ein hätte auch paar in der Mal Anleitung was vor. stehen sollen, so egal ob du brauchst oder backst, du brauchst immer Wasser. Also es gibt keine Auftragskarte, sage ich mal, ohne Wasser. Man muss Wasser mindestens haben. Und das war mir in den ersten zwei Spielen schlussendlich, war mir das gar nicht aufgefallen. Ich habe alles Mögliche gesammelt und denke immer, ja, jetzt fehlt mir die Zutat, jetzt fehlt mir die, bis ich irgendwann kam, ja, Wasser brauche ich immer. Also von daher, kleiner Tipp am Rande, Wasser braucht man immer. Ist das ein Obwohl es eigentlich Standard? irgendwo auch logisch ist, ne? Weil für Bier brauchst du Wasser und für Logen, Brot auch, ja, ne? definitiv. Ist ja Hauptbestandteil irgendwo auch schlussendlich, ne? logisch, aber. Aber ist mir so auf die Schnelle nicht aufgefallen. Aber das war für mich so ein kleiner Punkt, wo ich mich manchmal echt geärgert habe, weil ich dann die Karten nicht Ja, vernünftig dann müsste nutzen so ein Händler konnte. sein, wo man dann sagt, komm, ich gebe zwei ab und kriege Ja, einen wieder. also dass man es irgendwie vielleicht nochmal vernünftig hintauschen kann, weil das fand ich manchmal schon ein bisschen sehr schade. Ansonsten, man kann das wirklich so unterschiedlich spielen. Ich fand das am ersten, ich weiß, im allerersten Spiel bin ich ganz viel erstmal auf die Sieg-Endpunkt-Karten gegangen. Christian hat Ressourcen gesammelt und gebraut und ich habe hinten raus trotzdem gewonnen gehabt, aber jetzt ja nicht. Jetzt hast du das Spiel Jetzt habe ich es perfektioniert. begriffen, sogar ich. Jetzt hast du es perfektioniert. Also ich finde auch, das Spiel läuft, es funktioniert, bis auf, wie gesagt, diese eine Sache, die mich so ein bisschen stört, wenn man halt die Karten nicht spielen kann und halt dann die Ressourcen mal permanent nicht hat. Und das hatten wir jetzt ja gerade zum Schluss, gerade so die letzte Runde oder die vorletzte Runde, wo das dann so war. Das ist dann irgendwie blöde, wenn man dann so eine Karte für nichts irgendwie spielen muss Ja. letztendlich und dafür dann noch Ressourcen abwerfen muss, weil man nicht genug Lagerplatz dann hat. Das ist dann echt ein bisschen schade. Ansonsten, mir hat es auch gefallen, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich, wenn ich das Spiel jetzt so irgendwo mitgespielt hätte, ob ich das jetzt zwingend in meiner Sammlung gebraucht hätte. Da muss ich jetzt sagen, hätte ich jetzt nicht unbedingt zwingend in meiner Sammlung gebraucht. Also ich finde auch, es ist ein gutes Spiel. Also ich gebe dem Spiel auch 7 Punkte, weil es gefällt mir auch. Ich spiele es auch gerne wieder mit. Kurzes Spiel da, wie Christian gesagt hat, kann ich auch mit einhergehen. Also es steht da 30 bis 45 Minuten drauf. Wir haben am Anfang meist so mehr so an die 45 Minuten gespielt, danach aber auch mal so knapp über die 30 und so weiter. Aber ich muss auch sagen, es ist jetzt kein Spiel, was ich jetzt zwingend in meiner Sammlung brauche. Gut, wir haben es jetzt, von daher packe ich es auch gerne mal wieder aus. Aber wie Christian gesagt hat,
Es könnte jetzt, wir haben es jetzt insgesamt 6 Mal gespielt, es könnte jetzt dann nach und nach auch so ein bisschen an Abwechslung dann letztendlich dann verlieren. Von daher, da muss man jetzt sagen, vom Langspielspaß müsste man vielleicht sogar noch einen Punkt Abzug nachher geben, aber das müssen wir dann erstmal herausfinden, wenn wir so ein paar Partien spielen. Aber das könnte sich nachher hinten raus dann letztendlich noch abschwächen. Und was Christian auch schon gesagt hat, Kenner steht drauf. Ich war auch erstaunt, als Christian die Anleitung durch, glaube ich, auch gleich zu dir gesagt, durchgelesen hat, habe ich auch gleich gesagt, das ist ein Kennerspiel, das ist eigentlich von der Regel her recht einfach. Ich finde es gut gemacht, dass es so abwechslungsreich ist, dass es diese fruchtbaren Jahre gibt, wo man halt draftet, diese trockenen Jahre, wo man dann halt diese Tauschkarten noch mit hat, wo man dann letztendlich nicht draftet, weil auch da kann man so ein bisschen strategisch spielen, und das habe ich irgendwie auch jedes Mal falsch gemacht, dass man bei den fruchtbaren Jahren die Karten in die Erntereihe spielt, die man in den trockenen Jahren dann letztendlich dann ja brauen, also Ja, ich produzieren weiß, du und hast es backen schon mal möchte. gesagt, aber das ist auch extrem schwer, weil man erntet ja eigentlich, man spielt die Erntekarte aus, weil man die Ressourcen haben will, die darauf Genau. abgebildet sind. Und also ich habe da nie drauf geachtet, was ist denn das für eine Karte für die nächste Runde? Also Aber das könnte man machen. könnte Ich man machen, aber ob man das durchhalten kann. habe es ganz häufig falsch schon gemacht. Ich habe dann immer in den trockenen Jahren, habe ich immer darauf geachtet, oh, die Ressourcen habe ich ja schon fast, die sammle ich mal. Und dann habe ich gemerkt, die Karten kommen ja gleich weg. Wir sind ja im trockenen Jahr. Ja, Ich habe stimmt. es Kann ich häufig nicht falsch schon übernehmen, gemacht. ja. Genau. Also gut, das war dann unsere Review zu dem Spiel Bier and Bread. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, das wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.